Manche meiden hier die Pfützen, das kann aber nicht wahr sein. So, Finale, Shortkurs. Da oben sind die Fahrer. Alle oben bereit. 9, Markus fest. Hier unten sind die Modelle. Dankeschön. So, Motoren sind warm. Dort vorne steht der Schnellste, der ist schon mal nach unten gefahren. So, wir warten jetzt hier auf die Startfreigabe für das Shortkursfinale. Von der Seite her hat ja einer genommen, der hat ein technisches Problem. So, wir haben hier eine Auszeit. Motor startet scheinbar nicht. Man darf hier 10 Minuten Auszeit nehmen. Ja, Motorprobleme hier. Ein Teilnehmer bei der Nummer 5 kriegt den Motor nicht an. Wird hier eine 10-minütige Auszeit genommen, was ja normal ist, was man machen darf. Noch 2 Minuten und Auto steht hier verlassen da von dem Vorlaufstelzen. Was ist denn da los? Reifen? Ja, manche meiden hier die Pfützen, das kann aber nicht wahrscheinlich sein. Wie gesagt, aktuell ist hier noch Training. Also vor wegen der Auszeit ist noch ein bisschen Zeit. Oh, noch eine Minute Auszeit, dann läuft 3 Minuten die Vorbereitungszeit. Ja, noch 3 Minuten Vorbereitungszeit. Hier werden die Grenzen aus. Ja, hier ist ein kleiner Stau. Aber wir haben ja hier aktuell nur Einlaufphase bzw. die Zeit der Auszeit hier. Das ist sicher interessant, wenn wir hier in die Startaufstellung gehen. Achtung, Fahrer, das läuft hier zur Zeit. So, wir haben hier die Nummer 2, den Ausfall. Schön vor dem Start. Ja, mal schauen, was es ist hier. Der grün-gelb-weiße. Ja. Achso, okay. Oh, die kriegen den Motor nicht an. Wahrscheinlich Wasser gezogen. Auf jeden Fall könnte er eventuell nachschalten oder nochmal nach. Ah! Jeder Wassertrainer hat einfach mal Wasser gezogen, der Motor. Naja, vielleicht könnte er jetzt irgendwie den Trocken legen und nochmal starten. Oder einen anderen Luftfilter drauf machen. Also hier, ihr seht. Noch eine Minute Vorbereitungszeit. Versucht natürlich. Da kommen natürlich noch andere Bilder drauf, am besten.
weil der ist viel zu nass. So, hier wird richtig Hand angelegt. Achtung, Fahrer. Suche alle Fahrzeuge in die Boxen da zu kommen. Ich muss gar nicht stellen können. Mal startet aus der Box. Fertig, mach dir bitte die Boxen da frei und das Auto. Alle Fahrzeuge zur Startaufstellung, nicht in der Box. Daniel, komm, starten aus der Boxengasse. So, das wird hier noch interessant werden, sicher. Oder ist er fahrbereit? Bitte alle Fahrzeuge zur Startaufstellung, am Anfang der Gegengraden. Leute, muss raus. Die Starterstellung ist etwas ausgedünnt. Warum? Weil wir haben hier unten vier Fahrzeuge, die aus der Boxengasse starten. Das heißt, sie haben es nicht geschafft, rechtzeitig in die Box rauszufahren, bevor der Rennleiter gesagt hat, geht los. Nein, weil ich habe gehört, zur Startstellung und wir waren in der Box. Platz 9. Der Thomas. Nicht hier. Platz 10, der Uwe. Platz 11, der Jens. Nur ganz klar, bleiben natürlich hier Startplätze frei. Und die aus der Boxengasse starten können erst raus. So, Achtung, Fahrer. Können erst raus, wenn. Andere Fahrer aus der Box. Zählt. Das ist wie in der Formel 1. Die Boxenausfahrt passiert hat. Mit der Flagge. Oh, der Daniel kommt gut weg. Dahinter der Herr Koch. Ah, natürlich. Ich sollte mir die gleiche Startnummer drauf machen. Boah, gleich Überholmanöver. Nein, das hat sich erst gemacht. Jetzt warten alle, auf die, die aus der Box kommen. So, jetzt sind alle aus der Box gestartet und das Rennen für alle freigegeben. Kampf um Platz 4. Schön am Thomas. Jetzt heißt es für die, hier zum Beispiel. Dann Achtung, Bordo. Natürlich jetzt noch wildes Durcheinander. Dann suchen wir alle Platz und Platz gut zu machen. Weil hier die zwei an einem gut zu machen. Dann gucken wir hier auf den ersten Platz hier. Und hier Platz, Campo Platz 2. Achtung, auf der Gegengrad, Uwe, Achtung, vor dir.
Nein, Achtung, Sorge, Achtung. Welches Reitplatz ist das? Hier. Motorprobleme. Motorprobleme. Zweitplatzierte. Bleibt an den Türen dran, am Daniel. Das ist der Blaue da vorne. Kommt immer näher ran. Immer näher an den Daniel ran. Also sollte mal ein bisschen spannender Kampf. Aber hier mal ein bisschen nicht reingesprungen. Schönen Dank, Leute. Danke. Aber der Daniel ganz schön unter Druck. Kommt der Zweitplatzierte und holt mächtig auf. So, Führungskampf hier ganz kurz. Da will er ihn vorbei, aber schafft es nicht. Und dann dicker Fehler. Und Daniel hat wieder etwas mit. Der Achtung, der Führende. Der wird jetzt unten auf. Der Führende auf dem Leidungsausgerät dran. Danke. Daniel, der hat so seine Probleme jetzt im Augenblick. Er wird wohl den... So, soll er Zweikampf um die Führung. Mal sehen, wer hier am Ende trainieren kann. Jetzt geht's auch durch die Füße. Keine Meter verlieren. Schon wieder ein Fehler. Kann Daniel immer punkten, ne? Und ihm etwas Luft machen. Und hier gerät der Bruno etwas unter Druck und wir haben hier Auswahl von der 4. Das müsste der Mike Löffler sein. Achtung, Daniel, Achtung, Mark, Achtung. Und hier gerät der Bruno. Der Bruno ist wieder frei. Ja, hier kommt der Führende. Und der Führende bleibt kurz hängen, aber hat keine Zeit liegen lassen. Da kommt ein Schaufel und direkt alle Meter hinter weg. Das wird jetzt hier interessant werden. Oh, und legt sich aufs Dach und verliert. Nein, verliert nicht viel Zeit. Muss jetzt aber wieder, muss jetzt aufholen. Hier der Führende. Und da an den hinten dran. Ja, oh, da hat er ein bisschen Zeit verloren, aber... Aber kann seine Führung trotzdem ausbauen.
Zweitplatzierte. Hat schon großen Rückstand, der Zweitplatzierte hier. Ja, danke. Oh, jetzt macht Daniel aber noch so richtig Fehler hier. Könnte Platz 3 schon sein. Thank you.
Thank you.